habe ich mir aber auch jetzt eine Teststrecke ausgesucht vom Allerfeinsten hier. Meiner Herren, ey. Und jetzt geht es hier weiter über diese unwirkliche Grävlerstrecke. Ich kann mir kaum... So, meine neuen Reifen sind drauf und jetzt werde ich mal das Geheimnis lüften. So, drauf machen lassen habe ich mir die Schwalbe The Green Marathon. Warum, weshalb, wieso, das kann ich euch gleich noch sagen. Und das hat nämlich einen besonderen Hintergrund. Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht mit dem Schwalbe Tour Plus und jetzt habe ich mich für den Schwalbe The Green Marathon entschieden, weil das nämlich eine Besonderheit ist. Und das sage ich euch dann gleich. Ja, des Weiteren werde ich jetzt erstmal eine schöne Testtour machen mit dem neuen Schwalbe Marathon. Und dann nehme ich euch erstmal mit. Dann bis gleich. Dann teste ich jetzt hier mal ein bisschen Kopfsteinpflaster. Oh, klasse. Kein schwammiges Gefühl mehr. Klasse. Weil das Problem war nämlich gewesen bei dem Prophet Entdecker und dem Marathon Tour Plus, die ich dort hatte, dass durch den dicken Pannenschutz, der war zu dick, und hatte dann dementsprechend für so ein schwammiges Fahrgefühl gesorgt. Auch gerade auf Kopfsteinpflaster habe ich jetzt hier gar nicht. Gleich kommt noch mal eine Passage mit Kopfsteinpflaster. Hier. Mal eben schauen. Nein, überhaupt nicht. Kein schwammiges Fahrgefühl bei Kopfsteinpflaster. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal eine knappe 40 Kilometer Tour mit verschiedenen Untergründen. Und werde dann am Schluss noch mal alles zusammenfassen für euch. Ja, auch hier auf dem Asphalt kann ich den Reifen null hören. Also keine Abrollgeräusche. Ich höre den Motor, aber vom Reifen keine Abrollgeräusche. Und fährt sich sehr, sehr angenehm. Vor allen Dingen, wenn man so kleine Erschütterungen hat, merkt man hier auch den Vorteil gegenüber den WTB-Reifen, dass er hier ein Pannenschutz verbaut ist und das auch noch mal dämpft. Das merke ich hier deutlich. Im Vergleich zu den WTB-Reifen, die ich vorher drauf hatte. Ja, insgesamt war der Spaß jetzt nicht ganz billig, den ich mir geleistet habe, weil man hat auch direkt neue Bremsbeläge drauf gemacht. Ja, meines Erachtens hätte ich da noch locker 1000 mitfahren können, aber der Händler meinte, ja nee, besser neu. Und das habe ich auch dann drauf machen lassen. Somit kam ich dann für die Schwalbe-Reifen, die ich jetzt habe, hier drauf machen lassen. Zwei Stück A um die 35 Euro. Und noch Bremsbeläge für das Highbike habe ich jetzt summa summarum 170 Euro bezahlt. Ja, was mich auch ein bisschen verwundert hat, weil ich vermute mal, der größte Posten waren nicht die Reifen, sondern eher die Bremsbeläge. Auch wenn man mir jetzt hier gute verbaut hat. Gut, aber dafür bin ich jetzt erstmal auch vollkommen gut ausgerüstet für die neue Saison 2024. Und ja, habe jetzt hier meine schöne Tour Richtung Blumberg. Da habe ich mir nämlich eine spezielle Tour ausgesucht, wo ich verschiedene Untergründe habe. Von Kopfsteinpflaster über normalen Straßenbelag, über Waldweg, über Schotterweg, über Feldweg und werde das jetzt alles mal schön ausgiebig testen. Herrlich, herrlich, herrlich. So, ich bin jetzt schon über 10 Kilometer gefahren. Einzige kleine Manko ist, dass die Fahrradhändler immer die Reifen auf absolutes Maximum aufpumpen. Ich vermute mal auch, dass hier locker 4 Bar drin sind. Und ich bin eher so der Typ, der so auf 3,5 wenn nicht sogar auf 3 Bar, je nachdem, fährt, um halt noch mehr Komfort zu haben, weil wenn die so hart aufgeballert sind, die Reifen, ist es auch nicht gerade komfortabel, so wollte ich sagen, komfortabel. Ja, gerade hier auf so einem Kopfsteinpflaster hatte ich früher mal Probleme, dass es doch schon schwammig war und jetzt überhaupt nicht, null Schwammigkeit. Auch die kurze Offroad-Strecke, keine Probleme mit dem Schwalbe Marathon. Green. Und dann werde ich gleich erstmal ein kleines Päuschen machen. Fahrradstraße hier, die von da nach da hinten bis nach Blumberg führt. So, aber auf meine Schwalbe The Green Marathon zurückzugreifen, ich bin total begeistert. Ich bin echt, echt begeistert. Gefallen mir richtig gut. Und oh, heute ist es richtig, die Sonne knallt irgendwie, total. Ich musste mir sogar meinen Pullover ausziehen. Ja, also Reifen tippitoppi kann ich jetzt schon sagen. Bis auf, dass ein bisschen viel Luftdruck drauf geknallt worden ist. Ich glaube, die haben ja komplett auf 3,7 Bar drauf geknallt. Steht auch drauf.
bis 3,7. Und ich glaube mal, die sind hier ans absolute Limit gegangen. Ich werde jetzt erstmal die Tour weiterfahren und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Dann sage ich bis nachher. So, jetzt sind wir jetzt hier in Bloomberg, nämlich auf einer extremen Feld- und Landweg. Kopfsteinpflaster und Steine und ich weiß nicht was alles. Sehr hubbelige Strecke. Hier kann ich auch nicht schnell fahren. Aber ich merke schon deutlich den Vorteil. Ich fahre mal hier an der Seite. Hier ist besser. Aber deutlich schon den Vorteil gegenüber den WTB-Reifen. Und wenn ich jetzt hier vermute ich mal ein halbes Bar oder dreiviertel Bar weniger drin hätte, wäre es auch noch mal eine ganze Ecke komfortabler. Aber der Reifen hat hier einen richtig guten Grip und macht richtig Spaß hier. Selbst auf diesem alten Landweg, hier habe ich mehr Angst, dass die Kamera abfliegt, obwohl die ist auch bombenfest eigentlich an der Halterung. Und damit ich den Reifen auch mal so ein bisschen filmen kann, musste Quack zu Hause bleiben. Da habe ich mir aber auch jetzt eine Teststrecke ausgesucht vom Allerfeinsten hier. Meine Herren, ey. Jetzt verstehe ich auch, warum Komoot wieder gesagt hat, Strecke schwer, weil die bietet alles, ey. Aber das sind die übelsten Wegbeschaffenheiten, die man für so einen Test auch richtig gut nutzen kann. Weil wenn Reifen hier dementsprechend gute Dienste leistet, dann sagt das schon einiges aus. Und das macht der Schwalbe hier. Der ist richtig, richtig klasse. Vor allen Dingen auch in Bloomberg, da gab es auch jetzt ein bisschen Kopfsteinpflaster wieder. Und auch grobes Kopfsteinpflaster. Konnte ich jetzt auch sehr gut testen. Da habe ich kein schwammiges Gefühl mehr mit dem Schwalbe. Der fährt schön straight. Hier auf dem Schotter machen wir mal einen kurzen Bremstest. Sehr gut. Klasse. Ach, ich bin richtig happy. Die Reifen sind astrein. Ja, und gleichzeitig kann ich nämlich jetzt hier mit der Tour ein paar Kacheln sammeln, die mir noch hier bei Bloomberg gefehlt haben. Weil wer fährt schon hier mitten durch die Walachei auf solche Straßen? Selbst Komoot würde mich normalerweise hier umleiten, sodass ich mehr auf die Landstraße fahre als ja, über diese Feldwege oder Landschaftswege, provisorischen. Ich habe jetzt hier auf der schlimmsten Untergrund, auf dem schlimmsten Straße, die ich kenne, hier bei Bloomberg, die Reifen getestet und die sind echt klasse. Aber selbst hier auf dem absolut groben Schotter hält der Reifen mich stabil in der Spur. Genial, schaut selber. Das ist, und ich bin jetzt nur mit einer Hand am Lenken. Und es geht ja richtig, der Reifen schluckt unheimlich viel, sehr viel. Ja, hat also sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt geht es hier weiter über diese unwirkliche Graveler-Strecke. Ich kam ja gerade auch schon Graveler entgegen. Aber das ist hier der absolute Härtetest für jeden Reifen. Da habe ich mir schon die optimale Strecke ausgesucht. Und leg jetzt erstmal die Kamera weg, um einigermaßen noch geradeaus zu fahren. So, jetzt bin ich jetzt hier diese wirklich unwirkliche Strecke gefahren. Oh, und die Schwalbe Marathon, die haben mich hier richtig klasse durch diesen Schotterweg und keine Ahnung, wie ich den Weg beschreiben soll. Sieht schon aus wie eine Marslandschaft. Ja, jetzt sind wir hier auch bei den Windmühlen, da bei Bloomberg. Ist eine schöne Gegend. Hier habe ich zum ersten Mal auch gesehen. Kannte ich so noch nicht. Schild, Risiko für Leben und Gesundheit durch Eisabwurf. Das war mir auch neu. Aber es gilt, glaube ich, eher so, wenn es gefroren hat, dass dann da sich Eis bildet. Und ja, wie gesagt, ich suche mir jetzt mal schnell eine Bank irgendwo, wo ich mal auch ein bisschen Päuschen machen kann.
Weil, ja, das Päuschen brauche ich jetzt auch. Bis gleich. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Rückweg und dann komme ich gleich mal zum Fazit des neuen Reifens, zum Fazit der Tour. Und dann sehen wir uns gleich. Jetzt habe ich meine Tour hinter mir und mich erstmal was gestärkt, weil ich hatte auch tierischen Hunger und habe jetzt, was kann ich sagen zu den Reifen? Die Reifen sind tippitoppi, egal ob Schotter, auf Asphalt, auf Waldwege, die halten einen super stabil in der Spur, haben keine Abrollgeräusche, also tippitoppi, das sind meine absoluten neuen Lieblingsreifen. Wenn euch dann mein Review gefallen hatte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert dann meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von eBikeTom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.